Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lara Croft. Wir sind in der ersten Krypta. Da hinten liegt was. Das ist dieses Dokument hier. Okay. Markieren wir auf alle Fälle mal, oder? Richtig? Da kann sie nicht hochklettern, oder? Berge erklimmen, aber da kommt sie nicht drüber, die Gute. Sag mal, wo lang? Aber geht doch. Da ist das Dokument, gut zu wissen. Dann haben wir das auch. Städte baut man nicht mit Plänen allein. Man braucht Material und jemanden, der weiß, wie man baut. Damien war dieser jemand. Es heißt, er konnte Steine nur aus einer Handvoll Erde und einer Zunderbüchse brennen. Sein Handwerk soll göttlich inspiriert gewesen sein. Seine Hand gab den Träumen der Architektin eine Form. Wow. Na gut, und ich muss da hoch. Das? Oha. Okay, das wird ein schwieriger Sprung, ne? Aber wie soll ich da rüberkommen? Ich komme ja nie hoch. Macht's ja keinen Doppelsprung, weißt? Okay, ich glaube, es wird kniffliger. Alter, komme ich denn jetzt da hoch? Gerade noch gesehen, dass da weitergeht. Kaboom. Ah, jetzt bin ich hier oben, alles klar. Da unten ist sie. Jawohl, ich hab's geschafft. Tada! Antiker Bogen. Ein Teil vom antiken Bogen. Nur ein. So. Und jetzt wieder zurück, oder? Hab ja alles, gell? Okay, Krypta besiegt. Okay.
Also in der Höhle war ich ja auch noch nicht drin. Krypta, wo ist denn die zweite? Die oder was? Wie soll ich denn da hinkommen? Da ist auch noch ein Dokument. Den muss ich hier hin. Okay, dann gehe ich jetzt schnell hier hin. Oder hier gehe ich hin. Da muss ich klettern, gell? Gehe ich hier hin, nicht schneller. So, dann Schnellreisen. Na toll, das sieht, das ist was Blödes beim Schnellreisen, siehst du immer nicht, wo du jetzt war. Das ist natürlich. Okay, war das das hier? Basislager, mongolische Passage oder was? Wo an die Krypta zu kommen? Hier. Wie heißt das Basislager? Anlagenausblick. Also von. Das Verschnörkelte hier. Oh. Anlagenausblick, das ist es. Machen wir mal kurz wieder Pause. Mal kurz wieder Pause, sonst dauert es wieder, weil das Rumgelaufen muss ich ja echt nicht aufnehmen. Hier. Da ist der Schlitz, schau hin. Wo? Hier. Ah ja. So, jetzt Pause draußen. Schlitz hier in der Mauer. Mein Gott. Ja, ich sage ja immer, dein Bildschirm ist zu groß. Ja, den Schlitz. So. Das Dokument dürfen wir nicht verpassen. Okay. Hi, voll, okay. Pilze. Okay. Was zu lesen? Kokos von Nicea, der Astronom. Ups. Warte mal. Das Dokument liegt da oben, oder? Genau. Da muss ich rüber. Springt die so weit?
Jawohl, das haben wir mal im Dokument. Ein Prophet muss Anhänger haben. Kokos von Nicea war einer der ersten des Propheten. In seiner Heimat als Ketzer gebrandmarkt, pilgerte Kokos mit gen Norden. Sein Wissen über die Sterne half, den Weg zu finden. Es heißt, dass Kokos und der Prophet stundenlang die Sterne betrachteten und über das Universum und den Platz des Menschen darin diskutieren konnten. Er baute für den Propheten ein Oreri, der Planeten und Sterne, damit dieser auch im dunklen Winter den Nachthimmel betrachten konnte. Mhm, alles klar. Na gut, dann ab zu dem anderen Zeug. So viele Wege. Warum so viele Wege? Da oben hat es schon geleuchtet, ich hab's gesehen. Hier bin ich auf alle Fälle falsch. Seid ihr? Di-ding-di-ding-di-ding. Ah. Numero due. Wieder zurück. Cool wäre, wenn bei so einem immer so ein Lagerfeuer wäre, damit ich mal alles zurücklatschen muss, dass man einfach zurückgeht halt. Ohne viel rumzusuchen. Das ist der Ausgang. So, dann haben wir die Krypta auch, alle beide. Kra. Muss man da wieder hochklettern. 2 Jahre lang. So. So, dann haben wir mal die große Speicherung, weil sonst speichert er mir wieder das Licht, das saubere, dreckige. Für den Bogen. Was kann man denn machen bei dem Bögeli? Hä? Hat doch geleuchtet. Ach, nur für den? Sieht auch cool aus. Aber ich mag meinen modernen Bogen. Oh, der andere macht aber mehr Schaden, ne? Viel weniger. Zielgeschwindigkeit ist besser.
Der Traumstachel und das Leuchtfeuer. Oh, Schluck auf. So. Boah. Jetzt haben wir das fertig. Herausforderungen haben wir noch nicht, weil wir die eine Plakat noch nicht haben. Dann Truhen, aber wo sollen denn hier noch Truhen sein? Das haben wir fertig. Ein Relikt brauche ich noch. Ein Relikt. Oh Gott. Dokumente noch 3 Stück. Das eine weiß ich nicht, wie ich rankomme. So, Pause wieder raus. Wir suchen dieses russische Plakat. Es kann überall sein. Vielleicht in einem Waggon. Nein, was ist das? Kidding. Habe ich nicht gefunden. Wobei es eigentlich sehr stark... Lass es hier drin sein. Bitte lass es hier sein. Nein, das ist wieder nur ein Mini-Versteck. Schade, das wäre jetzt gewesen, so schnell gefunden. Leider nicht, leider nicht. Nicht echt. Blödes, es könnte halt überall in dem Komplex sein. Ey. Das große da oben ist es aber nicht, oder? Leute, nehmen wir auch so schwul. Okay, hier war ich auch überall. Erstmal unten rum suchen. Ah, das ist lästig. Ich mache mal Pause, bis ich es gefunden habe. So, gestorben, aber Plakat gefunden. Nämlich, muss ich von hier weitermachen. Alter. Na gut. Also ich habe ja kurz eine Pause gemacht, bis ich das Plakat gefunden habe, weil die Sucherei die ganze Zeit muss man ja nicht hier... Video. Ich kann auch darüber? Nee, lieber nicht. Das Plakat ist nämlich... Ich zeige es mal schnell. Hier. Da ist die Sau. Jetzt habe ich leider keine Brandpfeile, sonst könnte ich es von hier anzünden. Ich komme jetzt am schnellsten zu dem Plakat. Und ich brauche auch da noch irgendwie eine Flasche oder was. Große Klepper. Was ist jetzt hier bloß? Ich überlege gerade, wo war jetzt das Plakat? Jetzt bin ich doch schon wieder vorbei. Das ist doch genau unter mir, das Plakat, oder? Hä? Ich bin doch vorhin da gestanden, oder? Mist.
Müsste doch genau da sein, oder? War das nicht da? Da habe ich, wo habe ich ihn runtergeschaut? Da, da habe ich runtergeschaut, da runter auf das, oder? Ja, genau. Dann ist es da unter dir. Kann die da hinspringen? Oder stirbt die? Speichern. Ja, dann muss ich wieder alles klettern, genau hier. Ja. Zack. Zack. Nee, nicht in die Richtung! Nein! Ja, gut. Weiter vor, hätte sie laufen müssen. Mei, wieder von hier, leck mich doch. Weil extra gespeichert, damit ich nicht von da hinten anfange. Oh. Oder auch einfacher hinkommen, oder? Vielleicht, wenn ich da weitergehe, komme ich dann runter, eventuell. Hier wäre eine Bombe, ich brauche aber keine Bombe, ich brauche Flash Key, genau, das brauche ich. Ja, jetzt pass auf. Ah, nicht in die Richtung, Leute, Klobande gekämpft. Lässt die Flasche fallen, habe ich gesehen. Aber, wo bin ich jetzt? Okay. Jetzt ist wieder hinten, oder? Nicht dahin! Okay, sie stirbt aber dann trotzdem, oder? Blähen. Gar nichts, die Alte. Ich muss da runter. Komme ich denn jetzt da hin? Ach, hier ist es. Wenn ich jetzt weitergehe, dann komme ich, entferne ich mich immer weiter von dem Ding. Kletter ich hier. Park mal. Warte mal. Wo komme ich jetzt nicht mehr, oder? Letzter Versuch. Ist zu hoch, verdammt. Wo hatte kein Fallschirm, wie jeder andere auch? Okay, auf der Karte ist jetzt genau hier. Wie komme ich da hin? Da war ich bestimmt, bin geradeaus durchgelaufen. Und jetzt muss ich den ganzen Weg hier. Kann ich da in den Schnee springen? Oh, doch höher als es ausgesehen hat. Naja. Ach nee, ich war da bestimmt vorhin schon, habe nur nicht mich umgedreht und hochgeguckt. Da ist so ein Kran. Kann ich ihn jetzt wieder zurück? Ohne dass ich jetzt hier den großen Klettermax halbe Stunde mache. Nee. Schon gut. Geh da runter. Was? Wieso so hoch war doch das gar? Platsch. Du hast bis jetzt schon gestorben? Ja, ich probiere halt runterzukommen.
Ah Mann, das wollte ich jetzt nicht. Das kann ja jeder sagen. Wir machen mal Pause. Also Pause raus, da oben war es Kangen, da habe ich es weggeburnt. Scheiße. So. Abgeschlossen. Gräber abgeschlossen. Herausforderung abgeschlossen. Jetzt die Truhen noch. Weil ich hier nirgendwo noch eine Truhe auf der Karte ehrlich gesagt sehe. Der Johannes hat gesagt, die Flasche. Du hast der Johannes da war. Alles cold, das nicht, das auch nicht. Da ist noch das letzte Relikt. Die Frage ist halt, das Ding bräuchte ich auch noch. Wo sollen denn diese Truhen sein? Wahrscheinlich in der Höhle da, die wo ich mit aufsprengen muss. Okay, dann zurück zu Mami und Papi. Warte mal. Komme ich jetzt am schnellsten hier weg. War auch die einzigste Flasche, die rumgestanden ist. Gott sei Dank hast du die gesehen. Da wohl, da steht auch noch eine. Was los, vielleicht einmal. Oh, das war zu hoch, oder? Nee, nur Fuß verknackt. So, ich brauche ein so ein Dingens. Ich frage mich, für was die Dinger da sind. Die hier, die leuchten auch so schön. Auch so eine Dose. Leuchte so eine Dose. Du hast nicht, wo ist denn so eine Dose? Hast du eine Dose irgendwo gesehen, wenn du schon alles siehst? Na. So eine Sprengdose. Hier ist auch keine. Muss ich wieder zum Ding hinter. Zum Lager. Da eine drin, in dem Raum. Wenn es eine brauchst, ist keine da. Wenn es keine brauchst, flacken sie überall umeinander. Das ist. So eine Dose. Ich muss nämlich da runter in die Höhle. Genau in die. Da war ich nämlich schon nicht. Ich glaube, da war ich auch noch nicht drin, oder? In der da. Das ist so eine Sprenghöhle. Blöd ist, wenn du einmal an so einer Höhle dran warst, dann geht die Lampe aus und das ist irgendwie kacke. Ich finde, dass die erst ausgehen sollten, wenn du drin warst, weißt du? Mhm. War ich in der schon? Schau ich mal schnell dahin. Jetzt kann ich da wieder nachschauen, weil ich nicht genau weiß. Halt. So, warte mal, wo könnten die Höhle erfahren? War ich da schon? War ich nicht? Nice. Ne, das ist auch so eine Sprenghöhle. Okay, ich brauche so ein Döschen. Wo kriege ich so ein Döschen her? Wieso kann ich denn nicht schon selbst Sprengsätze bauen hier?
da ist da was drin. Nee, da war nichts. So, komm, so eine Sprengdose. Wo habe ich denn jetzt vorhin eine gesehen? Das ist ja der Auftrag hier. Ich hatte ja auch Sprengpfeile und sowas, aber irgendwie. Komm, hier eine Dose. Komm, eine Dose! Nee. Ich weiß gar nicht, wie die ausschaut. Ja, die sind so klein. So wie das ungefähr. Bloß kleiner, wie eine Dose halt, ne? Eine Konservendose. Wie eine Konservendose. Da, so, hier. Haben wir eine. Oh, jetzt habe ich sie fallen lassen. Wo ist sie hin? Da. Halt, ich hab sie nicht mehr in der Hand, oder? Wo ist sie jetzt hin? Willst du mich verarschen? Ich hab doch die Dose aufgehoben. Wo ist jetzt die Dose? Ich hab die doch gerade aufgehoben. Also. Krise, ich hab doch die Dose jetzt doch. Mann, das kriegt einen Anfall. Ich hab doch die Dose noch aufgehoben. Ein Leiden, oder? Schau mal in dein Inventar, ist sie da? Nein, drin? Da gibt's kein Inventar. Die hält die nur in der Hand. Dann liegt sie unten. Ich hab sie aufgehoben gehabt, aber da war sie nicht mehr in der Hand auf einmal. Naja, liegt ganz unten. Glaubst? Denke ich. Nee. Ich glaube, die ist wieder respawned nach oben. Hey, was springt? Sonst hält sie sich überall fest. Nein, da nicht. Natürlich nicht. Ich glaube, du bist gestorben. Ja. Die Dose war hier ums Eck, oder? Ja. Nein, du sollst runter. Ich habe nach unten gedrückt. Die geht mir auf die Nüsse, Alter. So, jetzt hat sie sie noch in der Hand. Gut. Kann ich hier nicht runter, ohne irgendwas rumzuspringen? Jetzt habe ich sie aber. Jetzt hat sie sie nicht mehr. Wieso hat sie sie jetzt nicht mehr? Wo ist sie jetzt, die Dose? Ich glaube, ich spinne. Das gibt's doch nicht. Die hat sie doch gerade noch... Es kann doch nicht sein, oder? Die hat die doch gerade noch in der Hand gehabt. Ich springe jetzt mal von oben runter, ey. Das letzte Versuch, ich geh mal auf Nerven. Das blöden Dosen da. Ah, da Schwede. Wenn jetzt die Dose weg ist, muss ich wieder sterben. Dann ist sie wieder da.
Da ist sie ja. Ach ja, die Dose jetzt nicht fallen, blöde Kuh. Merkst du das? Die verschwindet dann, wenn du hier runter gehst. Ja, dann musst du woanders hin. Warum? Tolles. Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso verschwindet die denn einfach? Entweder im Park oder du darfst da nicht runter. Doch, ich darf da. Habe ich doch vorhin auch mit der Dose gemacht. Komm bitte, lass in der Hütte eine sein. Da ist nur Brandflaschen. Nützt mir aber nichts. Alter. Darf man die... Also es ist doch ein Witz. Also einmal probiere ich es noch, dann habe ich die Schnauze voll, weil das ist ja echt lächerlich. Wenn ich mir schon die Mühe mache, so eine Dose zu besorgen. Und dann verschwindet die, wenn ich von dem Dach runtergehe. Kann eigentlich nicht sein, oder ist die ist wahrscheinlich ortsgebunden, die Dose. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao.